Oh, hier ist die Kuchenfeder, Harry. Ach du lieber Harry. Oh. So, sag mal, spielst du hier nicht, Leute? Ich weiß auch nicht. Wir stellen uns dann ab und zu mal in den Flur, da geht ein leichter Zug und ist das alles abgetrocknet. Was gibt's noch Gutes? Käsekuchen, das Äckchen und hier Böden, Smarty, Cookie. Ah, die Nussecken, die kenne ich. Die kennst du? Ja, die hat meine Frau gemacht gestern. Ah, das kriegt keiner von. Nee, will ich auch gar nicht. Wollt krass auf die hier schön. Ich habe schon die Eltern. Ah, schön, ja, deswegen fehlen wir überall. Nein. Das sind die ganzen Eingebrochen. Nein, wie kommst du denn drauf? Nein, wie kommst du denn drauf? Ich kann der Fahrer mal auf den Rücksitz. Nee, kann ich ja nicht. Auto ist zu lang, komme ich nie dran hinten. Ja, also, Frau sitzt hinten, Nussecken kommen nach vorne. Nee, ich habe die gar nicht gefahren. Der Daniel hat die gefahren. Oh. Ja, weil Auto voll mit Paletten, hast du doch gesehen, das Foto. Ja. Konnte ich nicht, war alles bis oben voll. Mhm. Sonst hätte ich den Grill auch abgeholt, aber das geht ja, wirklich das nicht. Hast du ja gesehen, ist immer noch voll die Karre. Ja. Naja, gucken wir mal, was hier abgeht, wa? Heute. Ja. So, hier wird jetzt die Geburtstagstorte von Christian vorbereitet noch. Kerstin, was ist das genau? Das ist eine zweistöckige Negerkusstorte. Oh. Ja. 38 Kerzen kommen da jetzt drauf. Ja, die haben jetzt einen abschicken. Nimm mal bitte. Ja? So, und wen soll er abschicken? Die sind zu günstig, ne? Schön, so gut. Jetzt sag ich, da sind auch noch 38 Stück drauf. Ja, richtig. Oh Gott. Bitte schön, mein Schatz. Jetzt aber. Happy Birthday von der Community. Ja. Alles Gute. Was wolltest du sagen? Danke. So, du darfst deine Maske abnehmen und bitte alle 38 auf einmal. Doch? Machst du jetzt gerade da vorne? Warte. Max wartet oder was? Warte! Sonst wird die Kerze gleich weg. Genau. Max! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Christian! Happy Birthday to you! Danke! Dann klatschen, das ist falsch rum. So läuft das. Habt ihr das fotografiert? Ja, ne? Ja, Magnus auch. Alles ist geil. Magnus hat einen Wasserstab dabei, der macht das gut. Ja. Okay. Aber der zittert nicht. Geheimtipp von meiner Frau, das Ding. Ganz Eisbär. So, alle da, ganze Community. So, ich will mal sagen, hau mal an. Marina, alle da, Daniel, Steffen. Gibt's von mir auch Essen? Einmal die Kerzen, bitte. Soll ich die jetzt so machen? Oh, stinkt das hier. Nutella, Torte. Ja, da hätte es auch Essbare nehmen können, ne? Das hier brennt uns nicht, Rainer. Die sollen nicht brennen, die sollen leuchten. Das ist egal, das schmeckt. Das ist nicht giftig, also essen bitte. Das ist gut. Ja, wir. Aber Kerzenwachs ist Wachs für die Versiegelung, für den Magen. Ja. Okay. Das schmeckt man dann auch. So, nicht anders. Die Rillen davon. Immer hier mal so die Rillen. Rille. Ja, da. Genau. Da ist eine Rille. Das kriegt TÜV. Dass du abgeschleppt werden musst, sagst du denen, dass die schicken trotzdem den ersten PKW. Der kommt dann nach 2 Stunden, guckt dich dann an, sagt, der muss abgeschleppt werden. Dann ich lecker mich gewesen. Ja. Lecker gewesen. Dann habe ich mich aber daran erinnert,
Was sagst du? Hast du auch ein Stück gekriegt? Nee. Ich hab ihm gerade ein Stück weggefressen. Da lacht er auch noch ganz frech in der Kamera. Unglaublich. Das ist das Einzige, was ich kann. Ja. Komm, dann hauen wir uns mal hin, bisschen, ne? Na Jungs, in der Sonne am Chillen, ja? Ja. Sonne am Buckel braten lassen. Ja. Und, Sherlock Holmes, hast du herausgefunden? Nicht mehr gefunden. Ja, schauen wir uns mal hier den Fuhrpark so ein bisschen an. Frit TT, was meint der? Turbotine, ne? Haben wir hier den Daniel stehen mit seinem Benz. Hast du mal geguckt, wie er jetzt aussieht, nachdem der poliert worden ist? Ja, ne? Ja. Ganz gut, oder haben wir was übersehen? Ja, ein paar Stellen sind noch. Ja. Kannst du gleich mal Werbung für dich machen? Ach Quatsch. Quatscho. Sieht doch ganz gut aus, ne? Ja gut, das Problem ist in der Halle. In der Halle hast du das Problem, dass du da nicht so richtig das Licht hast, was du so brauchst. Ne? Und dann hast du so eine schöne Farbe hier mit Metallic Silber halt, ne? Der beste Autoaufbereiter in der Max Beat Shop Community hat er aufbereitet. Ach Quatsch, guck mal, das Geschmiere hier in den Scheiben, das geht ja gar nicht. Ja, Holgi, der ist auch bald dran, der hat mich gestern angesprochen. Und ja, sein Volvo. Hier ist dann, glaube ich, die Marina, ne? Mhm. Das ist der Kollege. Der hat die weiteste Anfahrt. Der hat hier irgendwelche Experimente mit seinem Lack gemacht hier. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Das Ding ist ja komplett. Ich glaube, er hätte gesagt, das ist Politur vom letzten Jahr. Irgendwas hat er gemacht hier dran, auf jeden Fall. Er hat letztes Jahr poliert und dann hat er es kaputt gemacht. Ist das komplett durch hier, ne? Ja. Ist hier Adrian. Ach, die Vögel zwitschern. Hier ist von Rainer, der Omega. Die ja. Brauchen unbedingt mal eine Politur. Oh ja. Die haben es nötig. Die sind durch. Ich glaube, Marc, da musst du mal ran. Ja. Das ist ja bald dringender als alles andere. Ja, ne? Ja, die Verkaufsautos, der Beetle, dann der Volvo hier. Der mehr Wasser als Diesel schluckt. Ja. Also wer ein Auto braucht, was Wasser tankt, hier. Das steht. Ein schöner Bau. War eigentlich ein robustes Fahrzeug, ne? Und der läuft wirklich gut. Tja. Aber halt dieses Wasserproblem, ne? Wenn der Wasserverbrauch nicht wäre. Schade drum. Ja, hier die gleichen Kandidaten, hier Renault. Und der bekannte Peugeot Coupé. Eigentlich eine schöne Form. Ich finde den gar nicht mal so schlecht. Hat aber eine dicke Delle. Ja, und vorne ist auch durch, ne? Mhm. Hier, so. Jo. Ja. Nee, danke. Oh, ne. Ich bin schon fett genug. Eine. Nee, lass gut sein. Probier. Jetzt filme ich mich schon wieder beim Essen, ne? Das ist alles abgesprochen hier. Das ist drehbuchreich hier. Wir geben gerne ab. Frag nochmal Alina. Da kommt Justin. Guck mal, der. Hallo. Ja. Justin, was wolltest du erzählen? Hast du was zu erzählen? Nee. Wie war dein Geburtstag eigentlich? Ja. War gut? Was hast du ein schönes bekommen? Was hast du dir denn gewünscht? Ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen? Ja, weil ich mir nichts gewünscht. Okay. Hab sonst halt nur Geld bekommen, damit ich mir halt was davon holen kann. Ja, ja. Und was ist so dein was machst du damit, wenn ich fragen darf? PlayStation Spiele oder nee. Spaß für ein Auto? Schau in die Kamera. In die Kamera.
Sparrad für irgendwas. Irgendwas? Wenn ich auch irgendwas Lust habe, dann kann ich mich da halt kaufen. Ja klar, richtig. Warum denn nicht? Klar. Definitiv. Ist das schon wieder am Futter, ne? Na gut, da sind die Originalen. Ja klar. Die guten aus Holland. Da ja, hier wird Inliner gefahren, hier wird gefuttert. Was wird hier noch gemacht, Jessi? Scheiße gebaut. Gechillt, ne? Na. Ist ja geil. Jo. Hab ich mir auch so gedacht. Ist das ein extra Anhänger dafür? Ja, ne? Gibt's extra dafür, ja. Kannst du auch für einen Rasentraktor nehmen, ne? Zum Mitfahren, ne? So. Würde auch gehen. Coole Sache. Nicht schlecht. Alles von derselben Firma. Auch vom Berg. Okay. Ja? Mhm. So. Komm, Auto, komm. So. Und Max holt sich dann die Ersatzreifen. So, weil die Decken kann man davon noch nutzen. Kann er durch die mal reinsetzen? Das ist ein bisschen schwierig. So. Ja. Oh, oh, oh. Mit der Bremse, ne? So, jetzt darfst du vorne fleißig treten. Also hier der Limousinen-Service jetzt, ne? Ja. Doppelte. Fahr mal die Kleine durch die Gegend. Ja? Hey, super. Spaß! Das gefällt mir, ne? Nicht schlecht. Geiles Teil! Ja, cool. Voll gurkig, ne? Ach, da gibt's noch so viele Sachen.